Heiho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress, der Steam-Version. Ja, noch sieht alles in Ordnung aus hier. Oh, wir müssen ein Schild herstellen. Buckler Wundschild. So. Steht ja nicht aus welchem Material. Gut. Wir planen jetzt unsere große Stockpilerei. Dazu pausieren wir das Spiel erstmal. Gut. Und wir erlauben auch hier alle Sachen so. Gut. Ach ja, hier oben. Removen wir auch mal die beiden. So, jetzt fangen wir an. Hier einen Stockpile zu setzen. Hat nicht umgeschalten. Achso. Der Eraser natürlich muss ausgeschalten werden. So, das ist Stockpile Nummer 1. Hier soll erstmal Furniture rein. Also egal was, aber keine Anvils, keine Bags, Barrels, Bits. So, alles andere kann hier rein, weil da ist dann, sind da unsere Möbel drin. Wobei, nö. Nö. Hier sollen Finished Goods rein. Alle. Okay, warte mal kurz. Wo bin ich? Den entfernen. So. Ich hätte hier gerne einen Stockpile. Gerne auf beiden Seiten. So, das ist ein Stockpile. Das ist jetzt unser Trade. Oh. Gut. Hier kommen Finished Goods. Alle Arten. Außer Artifact Qualities, also Core und Total Quality, Artifact kommt raus. Aus allen Arten, aber keine Armor, keine Backpacks, Bracelet, Chains, was auch immer das ist, Crowns ja, Crutches, wobei Bracelets ja. Ohrringe, Figuren nicht, bleiben drin. Flask, Footwear, Goblets, Handwear, Headwear, Large Gems, Legwear, Musical Instruments, Quivers, Rings, ja, Scepters, ja, Splints, nein. Tools, nein. Totems bin ich mir gerade nicht sicher. Gucken wir mal kurz. Wo ist mein Crafts, Dwarfs Workshop? Nicht du. Ich muss noch eins runter. So, Craftsworth's Workshop. Gem, Amulet, Bookbinding, Bracelet, Crafts, Crown, Die, Ring, Figurine, Hive, Jug, Mug, Nestbox, Portring, Bippe.
Das finde ich interessant. Gehen wir mal die anderen durch. Ja, Eros. Bla bla blub. Animals in cages. Armor. Was Blocks auch nicht. Cloth. Coins. Gut. Das finde ich zum Beispiel interessant. Da ist der Cut Gem. Ah, Large Gems. Auf Glas, Cut Gem. Cut Stone. Leder, Corpses, Refuse, Sheet, Stone. Weapons, Trap Components und Wood. Gehen wir mal kurz. Also das ist unser Food Stock. Ah, hierher. Unusable Weapons. So, hier sollen nur Bolts gesammelt werden. Egal von welcher Qualität. Hier sollen keine Trap Components. Keine Trap Components sollen hier gelagert werden und nur usable Weapons. So. Und das ist Armory. Web. Also ja, die Folge könnte etwas langweilig werden. So, hier. Soll eigentlich nur Usable Armor gelagert werden. Und aus Leder und Metall. Gut. Ja. Das heißt, soweit haben wir das, glaube ich. Nehmen wir mal hier noch dieses Cordyceps mit rein. So, dann hätte ich hier eigentlich gerne immer noch eine kleine Schatzkammer. Nenne ich einfach mal Vault. So, hier sollen Finished Goods alle rein. Die Artefakt Qualität haben. So. Jetzt gehen wir wieder hier. Jetzt gehen wir mal hier runter. Jetzt müssen wir uns hier drum kümmern. Hier ist die Brauerei.
die braucht. Pflanzen. Food leaves. Und das war es eigentlich auch schon. Dann brauchen wir... Das ist Kitchen Plant. So, dann brauchen wir noch einen zweiten Stockpile. Hier. Da wird alles drin gelagert, außer Plants, Food Leaves und Seeds. So, weil wir haben ja hier oben zwei Seed Stockpiles. Hier werden nur unsere Seeds gelagert und in dem anderen die anderen Seeds. Gut. Das ist dann Kitchen. So. Hier oben kommt jetzt unser... Was ist da jetzt gerade drin? Ah, Klamotten, okay. Das ist jetzt noch die nächste Sache. So, Max Barrels, okay. Das hier ist jetzt unser Finished Good Stockpile. Hier kommen allerdings nur... nee, halt. Das ist ein Furniture Stockpile. Hier kommen allerdings nur Bins. Boxes nicht. Bins, Barrels und Buckets hinein. Oh, und Bags. So. Das da ist nämlich unser Container Storage. So. Hier ist der Farmers Workshop. So, was kommt da rein? Da kommt Klopf jetzt rein. Zwar alles an Cloth. Cloth und Thread kommen hier rein. So. Als nächstes haben wir hier. Das ist übrigens der Cloth Storage. So. Jetzt haben wir hier unseren Dress Storage. So. Hier kommt eigentlich rein Usable Armor.
Keine Sch warte. Ups. Usable Armor, keine Schi kein Metal, keine Schilde. Und aus denen allen Materialien. So. Als nächstes haben wir hier den Leather Storage. Hier kommt Leder rein. Ach, und Sheets können wir auch mal hier reinpacken. So. Ja, das war es eigentlich schon hier. Jetzt haben wir hier einen Bone Stockpile. So, das kommt dann nicht rein. Ich frage mich gerade, habe ich den Refuse Stockpile dann richtig eingestellt? So, da können nämlich auch alle Itemteile, die Refuse sind, ja mal reingeworfen werden. So. Das ist jetzt der Bone Storage. Gut. Großer Bone Storage. Was sollten wir sonst dann noch lagern? Fisch wird hier gelagert, hier werden unsere Cloth gelagert, hier die Container, hier die Klamotten, da Leder, da Knochen, ja. So, kommen wir zum nächsten. Also, erstmal hätte ich hier gerne einen Stockpile. Das ist jetzt der Limestone Storage. So. Der kriegt mal 4 Wheelbarrows. Und kriegt Stone. Das ist doch nicht Economic, oder? Ups, das ist der Shale Stockpile, bitte. Ach nee, nicht Shale, sondern Shulk. So.
Jetzt bin ich gerade. Das ist Kalk, das ist Kalk. Gib mir mal bitte. Bitte, bitte hier. Ja, Kalk. Other Stones.